Okay. Ja, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu der heutigen Bibelbetrachtung. Ja, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder da seid, dass wir gemeinsam diesen Abend auch genießen dürfen und gucken auch und hören dürfen, was Gottes Wort uns heute zu sagen hat. Ich begrüße auch alle im Livestream. Schön, dass ihr auch dabei seid und dass wir gemeinsam herausfinden möchten, was Gott uns heute auch zu sagen hat durch sein Wort. Und bevor wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, würde ich gerne noch beten. Danke, lieber Vater, für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Danke, dass wir in Frieden und in Freiheit uns versammeln dürfen, um über dich, über dein Wort nachzudenken. Und ich möchte bitten, dass du uns einfach offene Herzen schenkst, offene Ohren schenkst, für dein Wort, dass du uns hilfst, zu verstehen, was du uns heute zu sagen hast. Danke, dass dein Wort aktuell ist, auch wenn es vielleicht alte Geschichten sind. Dennoch haben die auch heute was zu sagen und ich möchte bitten, dass du durch dein Wort zu uns redest, uns hilfst, einfach das auch dann umzusetzen in unserem alltäglichen Leben. Und segne du diese Bibelbetrachtung und den Gebetsteil nachher. Danke, dass wir mit deiner Hilfe rechnen dürfen und danke dir für deinen Segen und deine Hilfe. Amen. Ja, wir haben vor einiger Zeit uns mit 2. Samuel 7 auseinandergesetzt und da haben wir gelesen und gehört, dass David nach langen Kriegen auch wieder Frieden hatte und er den Wunsch geäußert hatte, ein Haus für Gott zu bauen, einen Tempel zu bauen. Und Gott spricht dann durch den Propheten Nathan zu David und sagt, nee, du bist nicht dran. Du darfst mir kein Haus bauen, aber dein Sohn wird es tun. Und er verspricht es quasi David, dass sein Sohn ein Haus für Gott bauen darf. Und Gott bestätigt auch in 2. Samuel 7, Vers 16, das Königtum Davids. Das gibt ihnen das Versprechen, dass sein Königtum, sein Reichtum oder sein Reich groß wird und sein Name groß sein wird. Und heute möchten wir uns mit 2. Samuel 8, 9 und 10 auseinandersetzen, also 3 Kapitel. Wir haben ein bisschen was vor und wir werden vielleicht nicht alles ausführlich in Betracht ziehen, aber ich denke, dass Gott uns trotzdem etwas zu sagen hat durch diese Verse bzw. durch diese 3 Kapitel. Wir fangen an mit dem Kapitel 8 und den habe ich so aufgeteilt, dass Verse 1 bis 8 und 13: David führt siegreiche Kriege mit Gottes Hilfe. Und dann in Verse 9 bis 12 bekommt er die Anerkennung von einem König, der Hamat heißt. Und Verse 14 bis 18, da sehen wir, dass David sein Reich, das er jetzt erobert hatte, Verwalter einsetzt, und um dieses ganze Reich zu gestalten und zu verwalten. Ich möchte als erstes die ersten 8 Verse lesen. 2. Samuel 8, Verse 1 bis 8. Und es begab sich danach, dass David die Philister schlug und sie unterwarf und dass er den Dienstzaum den Philistern aus der Hand nahm. Er schlug auch die Moabiter und ließ sie sich auf den Boden legen und maß sie mit einer Messschnur ab. Und er maß 2 Schnurlängen ab, so viel tötete er. Und eine volle Schnurlänge, so viel ließ er am Leben. So wurden die Moabiter David untertan, dass sie ihn Abgaben bringen mussten. David schlug auch Hadad-Eser, den Sohn Rehobs, den König von Zoba, als er hinzog, um seine Macht wieder aufzurichten am Euphratstrom. Und David nahm von ihm gefangen 1700 Gespanne und 20.000 Mann Fußvolk und lähmte die Pferde und behielt 100 übrig. Es kamen aber die Aramäer von Damaskus, um Hadad-Eser, dem König von Zoba, zu helfen. Und David schlug von den Aramäern 22.000 Mann. Und er setzte Statthalter ein im Aramäerreich von Damaskus. So wurde Aram David untertan, dass sie ihm Abgaben bringen mussten, denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Und David nahm die goldenen Schilde, die Hadad-Esers Männer gehabt hatten, und brachte sie nach Jerusalem. Und von Tebach und
Berotai, den Städten Hadad-Esas, nahm der König David sehr viel Kupfer. Ein interessantes Kapitel, nachdem wir gelesen haben, es herrschte Frieden und plötzlich geht es wieder los mit Krieg. Und aus allen Himmelsrichtungen scheint es so zu sein, dass die Feinde auf Israel einströmen. Manche Ausleger sagen auch, dass dieses Kapitel 8 vielleicht sogar zwischen Kapitel 6 und 7 sein könnte und dass der Frieden danach dann kam. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir hier sehen, dass ja, aus allen Himmelsrichtungen die Feinde auf Israel zukamen. Aus dem Westen kamen die Philister. Da haben wir auch eine Folie von. Da kann man das so ungefähr mal so sehen, dass man so ein bisschen mal einordnet geografisch. Also links das Rote, das sind die Philister. Dann haben wir im Osten die Moabiter. Dann haben wir im Norden Hadad-Eser, den König von Zoba, was jetzt so Syrien ist. Und die Aramäer, die ja auch quasi Syrer sind bei Damaskus, die dem König Zoba helfen wollten. Und im Süden die Edomiter. Das heißt, aus allen Himmelsrichtungen kamen plötzlich die Feinde auf Israel zu. Und es gab jede Menge Krieg. Also David, gefühlt sein ganzes Leben war er nur unterwegs und nur am Kämpfen. Und wenn da mal steht, er hatte Frieden, ich glaube, gefühlt war das nicht lange. Also die meiste Zeit war er irgendwie in Kämpfe verwickelt und musste kämpfen. Und wir sehen, dass hier durch diese ganzen Kämpfe, die auch David ja nicht angefangen hat, da war der König von Zoba zum Beispiel, der dann halt sein Reich einfach erweitern wollte und das halt in Richtung Israel ging. Und so musste David halt entgegengehen und gegen ihn kämpfen. Und wenn wir uns die Karte mal betrachten und zurückerinnern, was damals Gott zu Abraham gesagt hatte, wo er ein Bündnis mit Abraham geschlossen hat, das steht nämlich in 1. Mose 15, Vers 17 und 18, ist ganz interessant. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Und wenn wir uns die Karte angucken, dann sehen wir, die Gebiete, oder mit denen er jetzt zu tun hatte, dass er zog sich von dem Strom Ägyptens bis oben an den Euphrat. Und so erfüllte quasi David den Bund, den Abraham oder Gott mit Abraham geschlossen hatte. Er war derjenige, der das umsetzen durfte und diese Gebiete auch einnehmen konnte. Und das ist sehr interessant einfach zu sehen, dass halt genau, der König Hadad-Eser, der ja im Norden war, am Euphrat, so wird er beschrieben, er wollte sein Königreich erweitern, David besiegt ihn, so bekam er dieses Königreich dazu und Israel wuchs quasi bis zu den Euphrat heran und genauso in den Süden hinein, da wo die Edomiter waren, die er dann besiegte, fast so in so einem Nebensatz und er schlug sie, das war glaube ich in einem Satz so nebenbei erwähnt, und so erweiterte quasi David sein Reich und erfüllte damit auch die Verheißung Gottes an Abraham. Und wir sehen das aus diesem Text, dass David halt auch die Siege eingefahren hatte, viel Materialien auch mitnehmen konnte, auch Reichtümer gewinnen konnte und so wurde das Volk auch dadurch reich. Weil erstmal die Kriegsbeute David quasi einsammeln konnte, aber alle Völker mussten auch Tribute zahlen an Israel, also Abgaben zahlen, weil sie besiegt worden sind. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wer waren denn eigentlich diese Feinde, die um Israel herum waren, mit denen David jetzt auch zu kämpfen hatte? Da haben wir einmal die Philister, die wir ja immer wieder in der Bibel sehen, die David schon aus seiner Jugend kennt, mit denen er schon als Jugendlicher oder als Teenager zu tun hatte, mit David, in der Geschichte mit Goliath. Und in Vers 1 heißt es, dass David sie unterwarf, dass er den Dienstzaum der Philister aus der Hand nahm. Und das bedeutet so viel, wie er besiegte die Schlüsselstadt oder vielleicht die Hauptstadt, zumindest so, dass er die Kontrolle über ihr Land übernehmen konnte und sie besiegt hat, sie bezwungen hat.
Dann haben wir im Osten die Moabiter, die ja eigentlich Davids Verwandtschaft sind, wenn man es so will. Seine Urgroßmutter war ja die Ruth, die Moabiterin, die den Boas geheiratet hat. Und, ich hatte es auch schon mal in der Predigt erwähnt, der Vater oder der Stammvater dieses Volkes ist ja Lot. Und das ist ja der Neffe von Abraham gewesen. Das heißt, eigentlich sind die ja verwandt gewesen. Aber das Volk Israel, so wird es uns in der Bibel berichtet, sollte mit diesen Moabitern nichts zu tun haben, weil sie Götzendienst umgesetzt haben. Und Gott wollte nicht, dass sein Volk durch diesen Götzendienst auch verführt wird und nicht mehr den wahren Gott anbetete, sondern irgendwelche Götzen anbetet. Und dann kam noch hinzu, dass ja das Volk der Moabiter, den Bileam, vielleicht können wir uns noch daran erinnern, beauftragt hat, das Volk Israel zu verfluchen. Ne? Die meisten kennen die Geschichte. Genau, und das wollte natürlich Gott nicht und war natürlich nicht sehr erfreut darüber. Und er sagte eigentlich, ihr sollt euch mit diesem auch nicht vermischen, obwohl es Verwandte waren. Und dann wird uns hier berichtet über eine interessante Methodik. Ne? Da gab es eine Messschnur, die wurde auf den Boden gespannt und ein Drittel wurde am Leben gehalten und zwei Drittel wurden getötet. Man geht davon aus, dass es auf die Soldaten bezogen worden ist, dass ein Drittel der ganzen Soldaten nur überleben durften. Die Resten wurden getötet. Oft war das ja sowieso in den Kriegen, dass die ganzen Soldaten komplett einfach, da wurde keiner übergelassen. Ich meine, es ist grausam, es ist so, wie die Geschichte es beschreibt, aber die Moabiter, da durfte ein Drittel weiterleben. Vielleicht, weil die verwandt waren oder so, es wird nicht genau beschrieben. Auf jeden Fall eine interessante Methodik auch mit der Messschnur. Dann haben wir im Norden die Aramäer und Syrer, die ein Zusammenschluss aus verschiedenen Nationen waren. Das waren jetzt nicht nur ein Volk, es waren verschiedene Königreiche, die sich zusammengetan haben, die ja eigentlich auch weit genug entfernt waren von Israel, aber trotzdem, der König wollte sein Reichtum oder seine Macht vergrößern und kam dann halt auch Richtung Israel und ja, David musste gegen ihn kämpfen, sich verteidigen und so hat er dieses Reich auch mit eingenommen. Hat da natürlich auch Kriegsbeute bekommen. Es wird beschrieben, dass die Soldaten goldene Schilde gehabt haben und so und die hat er erstmal alle mitgenommen und die dann zum Teil auch oder das Material dann auch für den Tempel verwendet worden sind. Was noch interessant ist natürlich, dass sie alle Abgaben geben mussten, auch die Aramäer und die Syrer. Und für David, was er wahrscheinlich vorher nicht berechnet hatte, aber was natürlich ein guter Nebeneffekt ist, es wird beschrieben, dass da eine Karawanenstraße durchzog und so, dass er ganz viele Zölle auch einnehmen konnte und dadurch das ganze Reich, also Israel an sich, reich wurde. Ne, nicht nur durch die Kriegsbeute, nicht nur durch diese Bodenschätze, die verschiedene Völker hatten, sondern auch durch diese Karawanenstraße und durch die Zölle. Dann haben wir im Süden die Edomiter, vorhin schon mal erwähnt, die David scheinbar im Vorbeigehen einfach mal besiegt hatte, wo auch gar nicht viel zu geschrieben wird. Was man noch lesen könnte, ist natürlich 1. Chronik 18, habe ich erst gar nicht erwähnt, das ist die Parallelstelle zu dieser Geschichte. Da werden auch ein paar Sachen nochmal erwähnt, die jetzt in 2. Samuel 8 jetzt nicht direkt drin stehen. Ne? Genau, nur so am Rande erwähnt. Und David, wir sehen, dass er kämpfte und er sein Vertrauen auch immer wieder in Gott setzte, dass Gott wirklich an seiner Seite kämpfte und Gott ihm auch den Sieg schenkt. Es war nicht immer, oder David war auch nicht der Typ jetzt in dem Moment, dass er gesagt hat, ich habe sie besiegt. Wir sehen, dass immer wieder, oder in zwei Versen in unserem Text wird geschrieben und Gott hat ihm den Sieg geschenkt. Gott war mit ihm. Und wir sehen auch, dass Gott oder dass David Gott auch immer die Ehre gegeben hat für den Sieg. Und diese Begebenheit mit diesen Feinden drumherum von allen Seiten, und dann dachte ich, das ist doch fast wie bei uns manchmal im Leben. Ne? Wer kennt das nicht, dass man manchmal so Gefühl hat, aus allen Richtungen wird man irgendwie angegriffen, angefeindet. Vielleicht bin ich auch schon länger irgendwie im Kampf mit irgendwelchen Problemen, mit irgendwelchen Sorgen. Vielleicht habe ich sogar Probleme oder Anfeindungen aus der eigenen Verwandtschaft, so wie die Moabiter, die Verwandten waren.
Oder vielleicht ist es auch etwas, was eigentlich weit weg ist, womit ich nie was zu tun hatte und plötzlich ist es da in meinem Leben und ich kämpfe damit. Vielleicht sind es irgendwelche Feinde, mit denen ich immer zu tun habe, so wie die Israel mit den Philistern. Ich vielleicht irgendwelche Sünden, Lieblingssünden in meinem Leben habe, mit denen ich immer wieder zu kämpfen habe. Vielleicht, wie ich schon gesagt habe, Anfeindungen aus der Ferne, womit ich vielleicht gar nicht erwartet, was ich gar nicht erwartet habe, was plötzlich und unerwartet da ist, was mich vielleicht auch überrascht. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir dann auch immer wieder gucken, was sagt uns die Bibel, welche Verheißung gibt uns die Bibel, und Gott möchte uns auch in diesen Problemen helfen. So wie Gott David geholfen hat, gegen seine Feinde zu kämpfen, ihm den Sieg geschenkt hat, so möchte Gott uns auch helfen in unserem Problem, in unseren Anfeindungen, auch wenn wir uns vielleicht manchmal so umzingelt fühlen, vielleicht auch alleingelassen fühlen, dass wir da einfach Gott vertrauen und mit ihm diesen Kampf auch bestreiten. Und wir sehen, dass auch David sich hat immer wieder helfen lassen und dass David auch immer wieder gesagt hat, der Herr ist bei mir, der Herr hat mir geholfen. Zum Beispiel in Psalm 54 steht, siehe, Gott ist mein Helfer. Das wusste David ganz genau. Auch wenn viele Feinde um ihn herum waren, viele Kriege, er wusste, Gott ist mein Helfer. Er kämpft für Gott, er kämpft mit Gott. Und Gott gibt ihm auch den Sieg. Durch Gott durfte er erfolgreich sein. Es war nicht sein Sieg, zwar wird der Name Davids erwähnt, als großer Krieger, sein Reich, seine Herrschaft, aber wir lesen hier in Vers 6 und Vers 14, den haben wir noch nicht gelesen, da heißt es, denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Und Vers 14 genau das Gleiche. Denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Und wir sehen hier, dass Gott die Verheißung auch umgesetzt hat, die er in 2. Samuel 7, Vers 9, den David gegeben hat, dass er sein Königreich erweitern wird, dass er mit ihm sein wird. Und hier sehen wir auch die Erfüllung. David durfte kämpfen, aber Gott war an seiner Seite und Gott schenkte ihm den Sieg. Und das ist, denke ich mal, auch, was wir hier lernen können. Wir müssen nicht alleine kämpfen, wir in unserem Leben. Wir können auch Gott an unsere Seite nehmen und mit ihm gemeinsam unsere Probleme, unsere Sorgen und die Anfeindungen bekämpfen. Ich möchte die nächsten Verse lesen, Verse 9 bis 12. Als aber Toi, der König von Hamat, hörte, dass David die ganze Streitmacht Hadad-Eser geschlagen hatte, sandte er seinen Sohn Hadrom zum König David, ihm Frieden und Segen zu wünschen, weil er gegen Hadad-Eser gekämpft und ihn geschlagen hatte. Denn Toi führte den Krieg mit Hadad-Eser. Und Hadrom brachte mit sich silberne, goldene und kupferne Kleinode. Auch die heiligte der König David dem Herrn, samt dem Silber und Gold, das er geheiligt hatte von den allen Heiden, die er unterworfen hatte, von Edom, von Moab, von den Ammonitern, von den Philistern, von Amalek und von dem, was er erbeutet hatte, von Hadad-Eser, dem Sohn Rehobs, dem König von Zoda. Hier sehen wir, da kommt ein König, David hat die Kriege geschlagen, also die Siege errungen und jetzt kommt plötzlich der König Hamat und beglückwünscht David zum Sieg. Es wird auch beschrieben, dass der König Toi quasi im Clinch, im Krieg mit Hadad-Eser war und war natürlich für ihn zum Vorteil, dass jetzt David da war und sein Feind besiegt hatte. Und er beglückwünschte David zum Sieg und sie brachten auch Geschenke mit. Und wir sehen auch hier, dass David das nicht für sich, für sein Reichtum, sagte, boah, guck mal, wie viel Reichtum ich jetzt hier habe, Gold, Kupfer und so weiter. Nein, es heißt, er heiligte es dem Herrn, alles, was er bekommen hatte. Das heißt, er hat es nicht für sich genommen, für sich zum Rumprotzen, sondern er hat es für Gott geheiligt und nachher wurden diese Materialien dann auch für den Tempel verwendet. Und das ist, denke ich mal, auch ganz gut zu sehen. Das, was er errungen hat, dass er das quasi geschenkt, es war ja nicht sein Sieg, Gott hat ihm geholfen und der Sieg und alles, was damit zusammenhängt, ist dann von Gott
und er heiligt es Gott und gibt es Gott wieder. Es ist genauso wie bei uns im Leben, das, was wir haben, was wir bekommen haben, ich sehe das oft nur als Leihgabe Gottes. Wir dürfen es verwalten, vielleicht den Reichtum, das, was wir haben, und auch wieder an Gott weitergeben oder das einsetzen für Gottes Reich. Verse 13 bis 18. So machte sich David einen Namen, als er zurückkam vom Sieg über die Aramäer. Schlug er die Edomiter im Salztal 18.000 Mann und setzte in ganz Edom Statthalter ein, und ganz Edom wurde David untertan. Denn der Herr half David, wo er auch hinzog. So war David König über ganz Israel, und er schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Joab, der Sohn der Zeruja, war über das Heer gesetzt. Josaphat aber, der Sohn Ahiluz, war Kanzler. Zadok, der Sohn Ahitubs, und Ahimelech, der Sohn Abiatas, waren Priester. Sararia war Schreiber. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt, und die Söhne Davids sind Priester gewesen. David setzt hier auch Leute ein für gewisse Positionen. Das heißt, ein guter Herrscher, es bringt ihm nichts, ein großes Reich zu haben, wenn man das nicht verwalten kann. Wir kennen das aus der Geschichte, verschiedene Reiche, die wir schon gehabt haben in der Vergangenheit, oft haben sich selber zerstört, nicht von außen, sondern eher von innen. Und hier ist auch wichtig zu sehen, dass ein weiser Herrscher auch weise Entscheidungen trifft und Leute auch richtig einsetzt. Und das tat David auch. Und wir sehen hier, dass er, Joab war David sein Neffe, er durfte der Oberst des Heeres sein, Josaphat war Kanzler oder auch Berater, Zadok und Ahimelech, die waren Priester und sie kümmerten sich um die Lade. Und vielleicht kommt der eine oder andere, der Name Ahimelech bekannt vor. Vielleicht erinnert ihr euch, in 1. Samuel 22, da wurde nämlich Ahimelech von Saul Saul hat dafür gesorgt, dass er umgebracht worden ist. Und Abiatar, das ist der Sohn von den Ahimelech, der überlebte damals das Massaker. Und der Abiatar, der nannte seinen Sohn wieder Ahimelech, so dass quasi manchmal auch so ein bisschen Verwirrung ist. Wieso, der wurde umgebracht, jetzt ist er wieder da und dient wieder. Nee, das ist quasi der Neffe von dem, der damals von Saul umgebracht worden ist. Und so konnte Abiatar mit seinem Sohn bzw. seinen Sohn mit den Zadok wieder dienen und Priester sein, und die kümmerten sich um die Lade des Herrn, so wird es hier beschrieben. Saraja war der Schreiber, Benaja war über die Kreter und Pleter gesetzt. Das waren das waren ausländische Söldner, kann man sagen, die für Geld die Leibgarde Davids darstellten. Und die durfte der Benaja quasi beaufsichtigen und für die zuständig sein. Er wurde über die gestellt. Und dann heißt es, die Söhne Davids, dass sie Priester waren. Vielleicht ist Priester nicht das ideale Wort, weil David kommt ja aus dem Stamm Juda. Und wer durfte Priester sein? Wer durfte an der Lade? Nur die Leviten. Genau. Ne? Deswegen vermutet man auch, dass es mehr so vielleicht vertraute Ratgeber waren, also im engeren Kreis von Davids waren, um den König halt mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dass sie nicht direkt den Priesterdienst gemacht haben, sondern eher so als Minister, Berater eingesetzt wurden. Ja, müssen wir ein bisschen gucken, wir haben jetzt ein Kapitel durch. Genau. Und wir wollen auch gleich zum Kapitel 9 kommen. Und interessant ist jetzt, klar, Krieg, viel Sieg, Berater wurden eingesetzt, das Land wurde gut verwaltet. Und jetzt kommt ein Kapitel, das irgendwie gar nichts damit zu tun hat. Und das ist sehr interessant, dass auch solche Kapitel da sind in der Bibel und dass wir auch da etwas raus lernen können. In Kapitel 9 geht es um David, seine Barmherzigkeit zu Mephibosheth. Und diesen Text oder dieses Kapitel möchte ich jetzt einmal lesen. 2. Samuel, Kapitel 9.
Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, damit ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba, den riefen sie zu David. Und der König sprach zu ihm: Bist du Ziba? Er sprach: Ja, dein Knecht ist es. Der König sprach: Ist da noch jemand vom Hause Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sprach zu ihm: Wo ist er? Ziba sprach zum König: Siehe, er ist in Lo-Dabar im Hause Machirs, den Sohnes Amels. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lo-Dabar aus dem Hause Machirs, dem Sohnes Amels. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihn. David aber sprach: Mephibosheth. Er sprach: Hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathans Willen, und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er aber fiel nieder und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? Da rief der König den Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul gehört hat und seinem ganzen Hause, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bearbeite ihn nun seinen Acker, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit es das Brot sei des Sohnes deines Herrn und er sich davon nähre. Aber Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum König: Ganz so, wie mein Herr, der König, seinem Knecht geboten hat, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sprach David: Esse an meinem Tisch wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Hause Ziba wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte hinfort in Jerusalem, dass er aß täglich an des Königs Tisch. Und er war lahm an seinen beiden Füßen. Eine interessante Geschichte, die irgendwie so eingeführt ist in diesem ganzen Kriegsgeschehen. Kapitel 10 kommen wir auch noch gleich hin, da geht es ja wieder um Krieg. Und hier ist diese Geschichte eingefügt und es geht scheinbar im Höhepunkt vom Leben Davids, plötzlich wird diese Geschichte eingefügt. Er hat viele Kriege geführt, viele Kriege gewonnen, sein Reich ist groß geworden und trotz seines Ruhmes und seines Reichtums und das, was er erreicht hat, hat er seinen Freund Jonathan nicht vergessen. Das finde ich auch eine sehr gute Eigenschaft von David, dass er seinen Freund Jonathan nicht vergessen hat und das Versprechen, das er ihm damals mal gegeben hat. Nämlich damals hat David ihm versprochen, nicht den Namen Jonathans auszulöschen. Weil oft war es ja so, es kommt ein neuer König, neue Königsfamilie, die haben erstmal die alte Königsfamilie komplett ausradiert, bevor da irgendein Anspruch auf den Thron vielleicht mal bringt oder setzt und versucht, diesen Thron wieder zu erobern oder wie auch immer. Und David war jemand, der hat versprochen, dass er das nicht tun wird. Und das lesen wir in 1. Samuel 20, Verse 14 bis 17. Da sehen wir, wie David sein Wort auch hält. 1. Samuel 20, Verse 14 bis 17. Du aber sollst die Barmherzigkeit des Herrn an mir tun, solange ich lebe und wenn ich sterbe. So nimm die Barmherzigkeit niemals fort von meinem Hause. Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, Mann für Mann aus dem Lande, so möge der Name Jonathans nicht ausgelöscht werden neben dem Hause Davids. Vielmehr möge der Herr Rache nehmen nur an den Feinden Davids. Und Jonathan ließ nun auch David schwören bei seiner Liebe zu ihm, denn er hatte ihn so lieb wie sein eigenes Herz. Interessantes Versprechen, das David hier seinem Freund gegeben hat. Und jetzt erinnert er sich, wahrscheinlich ein bisschen ruhiger geworden. Er hatte
ja, nicht mehr so in dem Kriegsgeschehen, vielleicht die ganzen Taktiken nicht mehr zu überdenken. Und jetzt erinnert er sich an seinen Freund Jonathan und das Versprechen, und das finde ich so gut, dass er trotz seiner Größe, seines Reichtums, Versprechen, die er mal getätigt hat in der Vergangenheit, jetzt auch wieder umsetzen möchte und auf sie zurückkommt. Und wir sehen, dass David ja, hier sucht, er wird aktiv, er bewegt sich und will gucken, lebt denn noch jemand aus dem Hause Sauls? Und er holt Ziba, er wusste, Ziba war ein Diener von Saul, der kannte wahrscheinlich noch, ja, wo der ein oder andere ist. Und tatsächlich, David hat Glück, sage ich mal, dass der Ziba weiß, dass der Mephibosheth, der Sohn Jonathans, noch lebt. Er findet ihn und er lässt ihn ja, zu sich in seinen wahrscheinlich Palast holen. Da habe ich mir die Frage gestellt, was wird der Mephibosheth wohl gedacht haben? David, jetzt hat er sein Reich vergrößert. Ja, will er irgendwo jetzt den letzten Nebenbuhler vielleicht, der da irgendwo noch ist, ausrotten? Ich kann mir vorstellen, dass er schon Angst hatte, weil irgendwo sehen wir das auch nachher im Text, weil David dann in Vers 7 sagt, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun. Ne, daran sehen wir, wahrscheinlich hat er schon Angst gehabt. Was passiert jetzt mit mir? Was will er überhaupt von mir? Er hat ja seine Wünsche oder seine Absichten vorher nicht den Ziba weitergegeben, beziehungsweise dem Mephibosheth. Und so sehen wir, dass David ja, das Versprechen umsetzt. Und man kann sich vorstellen, dass der Mephibosheth doch schon ganz schön erleichtert war, wo er sagt, nee, fürchte dich nicht, ich will Barmherzigkeit an dir tun. Also ich nicht irgendwie dich strafen, dich verbannen, sonstiges. Nein, ich will Barmherzigkeit an dir tun und du sollst sogar an meinem Tisch essen. Und ja, wir sehen, dass ja, David das Wort oder sein Wort, das er gegeben hat, auch ja, hält. Und noch viel mehr. Also nicht nur, dass er sein Wort hält, dass er den Namen nicht auslöschen möchte, sondern er möchte auch das ganze Erbe, was Saul gehörte, gibt er ihm zurück. Er schenkt ihm das einfach. Und das finde ich auch so toll, dass David so gnädig und barmherzig ist. Es gehörte alles David. Er war der neue König und er hatte auch nur das Recht, dieses Erbe zurückzugeben. Und wir sehen, wie David sich dann auch um diesen ja, Mann Mephibosheth kümmert, dass er an den Tisch sitzen darf und ja, versorgt wurde, sogar ein Erbe gekriegt hat. Das heißt, er hatte ja einen Sohn, den Micha, und dass quasi die Familie dann auch für die Zukunft wieder versorgt worden ist. Und dafür hat sich David eingesetzt, beziehungsweise hat sich gekümmert. Und ich finde dieses Bild auch so toll. Es ist nämlich auch ein Spiegel dessen, wie barmherzig und gnädig Gott ist. Menschen, die nicht, in dem Bild gesprochen jetzt, mit Jesus oder mit Gott unterwegs sind, weil sie nicht gehen können, so wie der Mephibosheth wird zweimal erwähnt, mindestens, dass er an den Beinen lahm ist. Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, wie Gott seine Barmherzigkeit doch den Menschen zeigt, in Jesus Christus. Wie Gott den Menschen nachgeht, sucht, da ist doch noch jemand. Da sind Leute, die nicht meine Kinder sind. Und er möchte Barmherzigkeit auch diesen Menschen zeigen. Und er zeigt es in seinem Sohn Jesus Christus, dass er ihn opfert, damit Menschen zu Gott kommen können und die Barmherzigkeit Gottes erleben können und seine Kinder werden können. Und es ist nicht nur, dass wir die Gnade dann erleben dürfen als Kinder Gottes, sondern auch den Reichtum Gottes und dass er uns beschenken möchte mit einem ewigen Erbe bei ihm. Und diese Barmherzigkeit Davids hat mich so daran erinnert, was Gott eigentlich gemacht hat. Und ich denke mal, das ist so ein kleiner, ja, kleines Bild davon, was Gott für uns Menschen gemacht hat und wie gnädig und barmherzig Gott ist und wie er auch Menschen nachgeht und sie auch ja, mit Barmherzigkeit beschenken möchte. Weil Gott auch sein Versprechen hält, so wie David als Bild davon, von Gottes Versprechen, Gott hält auf jeden Fall sein Versprechen. In Epheser 2, Vers 4 bis 5 heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr gerettet. Aus Gnaden sind wir gerettet. Gott zeigt seine Barmherzigkeit zu uns Menschen. Und dieses Bild, das David oder die Geschichte, die David hier ja, erlebt und wie er Mephibosheth nachgeht und Barmherzigkeit zeigt, ja, können wir auch einiges
vielleicht für uns auch mitnehmen oder vielleicht auch bewusst machen, wie groß die Barmherzigkeit Gottes zu uns Menschen war, aber dass wir auch miteinander mit anderen Menschen barmherzig umgehen sollten. Ja, wir sehen Kapitel 8, da ging es um Kampf, Kapitel 9 um die Barmherzigkeit Davids, was ein Spiegelbild Gottes seiner Barmherzigkeit zu uns Menschen ist. Und in Kapitel 10, das letzte Kapitel, das wir heute auch noch betrachten möchten, da geht es wieder um Kampf. Die Parallelstelle dazu ist 1. Chronik 19, da sind auch noch mal ein paar Details drin, die zu diesem Kapitel aufgeschrieben sind. Und ich habe dieses Kapitel eingeteilt in drei Abschnitte. Einmal Verse 1 bis 5, falsche Einschätzung. Dann die falsche Entscheidung, Vers 6. Und die Konsequenzen der falschen Entscheidung, Verse 7 bis 19. Und dieses Kapitel möchte ich jetzt einmal auch wieder vorlesen. Und es begab sich danach, dass der König der Ammoniter starb und sein Sohn Hanun wurde König an seiner Stadt. Da sprach David: Ich will Hanun, den Sohn des Nahisch, Freundschaft erweisen, wie sein Vater mir Freundschaft erwiesen hat. Und er sandte hin und ließ ihn durch seine Gesandten über seinen Vater trösten. Als nun die Gesandten Davids ins Land der Ammoniter kamen, sprachen die Obersten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanun: Meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Meinst du nicht, dass er dazu seine Boten zu dir gesandt hat, damit er die Stadt erforsche und erkunde und zerstöre? Dann nahm Hanun die Gesandten Davids und ließ ihnen den Bart halb abscheren und die Kleider halb abschneiden bis unter den Gürtel und ließ sie gehen. Als das David angesagt wurde, sandte er ihnen Boten entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihn sagen: Bleib in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist, dann kommt zurück. Als aber die Ammoniter sahen, dass sie sich mit David in Verruf gebracht hatten, sandten sie hin und warben an die Aramäer von Bet-Rehob und die Aramäer von Zoba 20.000 Mann Fußvolk und von dem König von Macha 1.000 Mann und von Tob 12.000 Mann. Als das David hörte, sandte er Joab mit dem ganzen Heer der Kriegsleute, und die Ammoniter zogen aus und stellten sich auf zum Kampf vor dem Eingang des Tores. Die Aramäer aber von Zoba, von Rehob, von Tob und von Macha standen für sich auf freiem Feld. Als Joab nun sah, dass sein Angriff gegen ihn gerichtet war, von vorn und von hinten, wählte er aus der ganzen jungen Mannschaft in Israel einen Teil aus und stellte sich den Aramäern entgegen. Und das übrige Kriegsvolk tat er unter die Hand seines Bruders Abishai, dass er sie gegen die Ammoniter aufstelle, und sprach: Werden mir die Aramäer überlegen sein, so komme mir zu Hilfe. Werden aber die Ammoniter dir überlegen sein, so will ich dir zu Hilfe kommen. Sei ganz getrost, damit wir die Stärkeren bleiben für unser Volk und die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Und Joab rückte an mit dem Volk, das bei ihm war, um gegen die Aramäer zu kämpfen. Und sie flohen vor ihm. Und als die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, flohen sie auch vor Abishai in die Stadt hinein. Da ließ Joab ab von den Ammonitern und kam nach Jerusalem. Und als die Aramäer sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, sammelten sie sich. Und Hadad-Esa sandte hin und ließ die Aramäer jenseits des Stromes in den Kampf ziehen. Und sie kamen nach Helam, und Schabach, der Feldhauptmann Hadad-Esas, an ihrer Spitze. Als das David angesagt wurde, sammelte er das ganze Volk und zog über den Jordan und kam nach Helam. Und die Aramäer stellten sich gegen David auf, um mit ihm zu kämpfen. Aber die Aramäer flohen vor Israel und David
flohen vor Israel und David vernichtete von den Aramäern 700 Wagen und 40.000 Mann. Und Schobach, den Feldhauptmann, erschlug er, dass er dort starb. Als aber die Könige, die unter Hadad-Eser waren, sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, machten sie Frieden mit Israel und wurden ihm untertan. Und die Aramäer fürchteten sich, den Ammonitern hinfort zu helfen. Auch eine interessante Geschichte, die uns hier überliefert wird. David hört, dass der König der Ammoniter, also das vom Nachbarland, gestorben ist. Und er schickt einfach Tröster hin. Das heißt, irgendwelche Leute, die diesem neuen König, den Sohn, einfach das ihr Beileid bekunden sollten. Und ja, als Nachbarland, so wie man es jetzt auch macht bei Politikern und so, dann wird dann halt irgendwie ein Brief geschickt oder eine Ansprache von den Kanzlerinnen oder so, oder jetzt Kanzler dann halt zu irgendeinem Volk oder zu dem Präsidenten und halt Beileid gewünscht. Und so hat das David auch gemacht. Und David, ja, der kannte wahrscheinlich den Vater, weil es steht, dass sie eine Freundschaft hatten, weil David ja damals ja auch oft von Saul geflohen ist. Das heißt wahrscheinlich, oder er ist auch in das Land der Ammoniter geflohen. Und ja, Saul war auch der Feind der Ammoniter. Und ja, so war David und der andere König Feinde von Saul. Also das verbindet ja auch ein bisschen. Ob das jetzt eine starke Verbindung war, weiß man jetzt nicht. Aber David kannte diesen König und er wollte ihm halt eine Freundschaft erweisen. So heißt es in Vers 2, den neuen König, und einfach sagen, okay, es tut mir leid um deinen Vater. Und dieses Wort Freundschaft erweisen kann aber auch bedeuten, dass David mit diesem neuen König ein Bündnis eingehen wollte. Einfach so wie so ein Friedensvertrag und sagt, ja, hier, du bist der neue König, wir können in Frieden zusammenleben und so wie ein Bündnis eingehen. Doch leider für den Hanun, muss man ja sagen, der neue König, der Ammoniter, waren diese guten Absichten, die David ja hatte, die hat er total missverstanden, komplett falsch verstanden. Oder seine Berater haben es falsch verstanden und er wurde falsch beraten. Auf jeden Fall handelt der Hanun, ja, er behandelt diese Leute wie Spione, die quasi in das Land eingedrungen sind und laut den Beratern ja vielleicht auch spionieren wollten, wie die Stadt befestigt ist, weil David hat ja so ein großes Reich, vielleicht wollte er das ja noch mal erweitern und die noch mehr unterdrücken. Und der Hanun oder seine Leute, die behandeln diese Abgesandten Davids nicht gerade nett, muss man ja sagen. Sie rasierten den Bart zur Hälfte ab. Ich meine, heutzutage würde man sagen, okay, dann rasiere die zweite Hälfte auch ab, ist doch kein Problem. Aber nein, damals war das wirklich eine ganz schlimme Beleidigung, wenn der Bart abrasiert wurde. Das war eine richtige Demütigung für die Leute. Das war nicht einfach nur, dass man ihn ein bisschen geärgert oder gehänselt oder neudeutsch gemobbt hat oder so. Das war eine richtig böse Beleidigung. Also man hat die richtig geschändet und die durften, so wie David dann auch gesagt hat, bleibt in Jericho, bis der Bart nachgewachsen ist. Kommt so gar nicht in die Öffentlichkeit. Also versteckt euch für diese gewisse Zeit. Also es war schon wirklich eine schlimme, ich meine, man überliest das vielleicht hier und denkt, naja, ne, aber das war wirklich ganz heftig für diese Männer, denen das angetan worden ist. Und ihnen wurden auch die Kleider abgeschnitten, bis zum Gesäß hin, also die wurden bloßgestellt, im wahrsten Sinne des Wortes, entblößt und so mit ein paar Fetzen Klamotten dann nach Hause geschickt. Also es war jetzt kein, ich sag mal, Kindergarten, es war schon wirklich heftig, was die mit den Menschen gemacht haben. Jetzt körperlich wahrscheinlich nicht, aber äußerlich, und die Verletzungen und das, was sie repräsentiert haben, das war schon richtig heftig, was sie denen angetan haben. Und wie ich schon gesagt habe, David sagte dann, ja, versteckt euch lieber, neue Kleider ist natürlich schnell besorgt, aber so ein Bart nachwachsen, ich weiß, ich habe jetzt keinen, aber ich weiß, dass manche züchten den ja ganz schön lange, also die müssen ja wahrscheinlich, keine Ahnung, ein halbes Jahr sich irgendwo versteckt haben und nicht in der Öffentlichkeit aufgetaucht sein, bis der Bart vernünftig nachgewachsen ist. Und ich meine, das, was wir heute Bart haben, damals haben die einen ganz anderen Bart gehabt. Das war ja auch eine Ehre und Stolz für einen Mann, einen ordentlichen Bart zu haben. Genau, und jetzt wurden sie in ihrer Ehre quasi verletzt und gedemütigt. Und ja, die Männer sollten dann halt warten, bis der Bart nachgewachsen ist.
Und wir sehen auch hier, dass, klar, diese Männer, ich weiß jetzt nicht, wie viele das waren, denen wurde wirklich was Schlimmes angetan, auch gerade zu der damaligen Zeit. Aber es bedeutete aber auch, die waren ja Repräsentanten von einem Land, von einem König. Das heißt, das, was sie den Männern angetan haben, haben sie ja indirekt auch David angetan und dem Volk Israel. Das war jetzt ja kein, irgendwie so ein kleines bisschen Hänselei oder so. Das war ja wirklich, das kam einer Kriegserklärung gleich. Und das hat der Hanun dann auch irgendwann mal verstanden, dass das, was er gemacht hat, ganz schön große Auswirkungen hat und Konsequenzen hat für sich, sein Leben und auch für sein Königreich. Und interessant ist, auch wenn der Hanun es vielleicht rechtzeitig verstanden hat, oh, das war ja gar nicht gut, hätte man ja vielleicht versuchen, heute würde man sagen, diplomatisch zusammenkommen, an einen runden Tisch setzen, vernünftig drüber reden und mal gucken, wie man sich einigen kann. Ne? Funktioniert aber heute auch nicht immer. Man wünscht sich das immer, man wünscht sich in verschiedenen Situationen in der Welt, um das zu machen, aber es funktioniert nicht immer. Bei Hanun sehen wir, dass er statt auf David, auf das Volk Israel zugegangen ist, vielleicht mit irgendwie Geschenken und sich entschuldigt hat, was macht er? Entschuldigt er sich? Sendet er auch Abgesandte hin oder so? Nein. Wir lesen hier, er bezahlt, und zwar in 1. Chronik 19 steht das, Vers 6, 1000 Zentner Silber und kauft sich quasi Söldner, weil er wusste, oh, den David, den haben wir ja ganz schön böse beleidigt, und die Israeliten, da wird was kommen. Und er gibt ganz viel Geld aus für Söldner, um sich zu verteidigen, weil er wusste, was ihm blüht. Das war, wie ich schon gesagt habe, kein Kindergarten, das war nicht einfach so ein Kinderstreich, was er da gemacht hat. Und so besorgt er Hanun sich Söldner aus dem Norden, wieder Aramäer und Syrer. Interessant ist immer, okay, Israel ist halt da in der Gegend, die sind ja nur darum herum, aber auch die immer wieder Richtung Israel. Und ich denke, das ist auch wieder eine komplett falsche Entscheidung, die der Hanun getroffen hatte. Und wie gesagt, anstatt sich zu entschuldigen, versucht er das nur zu vertuschen, sich gegen zu wehren, kauft sich eine Armee ein, weil er weiß, was ihm blüht, und versucht dann gegenzuhalten. Da habe ich mich auch manchmal gefragt, oder bei der Vorbereitung, kennen wir das nicht auch? Wir haben vielleicht jemanden beleidigt, vielleicht was Schlechtes getan. Wir wissen es eigentlich, dass wir was Schlechtes getan haben. Was versuchen wir? Immer gleich zu entschuldigen, wäre der beste Weg. Ja, wie machen wir es wirklich? Wie mache ich das manchmal? Ja, versuchen zu vertuschen. Vielleicht jemand anders das in der Schuhe. Ich bin ja eigentlich gar nicht schuld an diesem Streit zwischen uns. Eigentlich ist er der andere schuld. Er hat ja angefangen. Er hat ja zuerst das böse Wort gesagt. Ich bin ja nur darauf eingesprungen oder so. Und wie kennen wir das? Oder wie sehen wir das in unserem Leben? Und ich denke, wir kennen das alle ganz gut. Da wird gerne mal die Schuld auf jemand anders geschoben, vielleicht auch versucht, einfach unter den Teppich zu kehren. Ja, ich habe ihn zwar beleidigt, aber so schlimm war das ja gar nicht, der muss schon damit klarkommen. Ne? Kennt vielleicht der eine oder andere diese Gedanken, ich kenne sie auf jeden Fall. Und so versuchen wir dann auch gewissen Dingen einfach aus dem Weg zu gehen oder vielleicht auch dieser Person einfach aus dem Weg zu gehen und meinen, es wird schon. Anstatt dass wir aufrichtig sind und dann entgegengehen und sagen, Entschuldigung, es war nicht richtig, und dafür auch dann gerade stehen und das auch einsehen. Ja, welche Auswirkungen hatte das für das Volk und den König Hanun? Jetzt ohne auf die Taktik einzugehen, die Joab und seinem Bruder dann angeführt haben, sehen wir, dass auch Joab und sein Bruder Abishai die Aramäer und Ammoniter vertrieben hatte und die Schlacht auch gewonnen hatte. Und interessant ist, dass hier eigentlich zwei Schlachten in diesem Kapitel sind. Einmal die eine Schlacht, wo der Joab und sein Bruder Abishai die Aramäer und Ammoniter vertrieben hatte. Und nachher lesen wir wieder von einer anderen Schlacht, von Hadad-Eser. Name schon mal gehört, vorhin Kapitel 8, da war er auch schon wieder da. Und der sammelte dann auch seine Leute und wollte auch wieder Krieg gegen Israel führen. Und hier sehen wir, dass David sogar erwähnt wird und dass David in das Kriegsgeschehen mit hinein involviert ist und auch gegen die Aramäer kämpft und letztendlich auch wieder Gott ihnen den Sieg schenkt. Dann steht dann das 700 Wagen und 40.000 Mann. Also es waren wirklich große Armeen. Ich frage mich immer, wie viele Leute haben die jedes Mal gehabt? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre dazwischen waren, aber immer nur Krieg, Kampf gegeneinander. Aber Gott
steht zu seinem Wort, Gott steht zu seinem Volk, Gott steht zu David, er hat ihm ein Versprechen gegeben und wir sehen, dass auch David hier wieder siegreich sein durfte mit Gott an seiner Seite. Und das finde ich so toll zu sehen in diesem Leben Davids. Wenn wir sein Leben sehen, klar, ist nicht alles immer toll. Er hat viel Sünde, viele Sachen falsch gemacht, falsche Entscheidungen getroffen. Aber wie er sich immer wieder auch auf Gott verlassen hat, und das lesen wir auch in seinen Psalmen, wie er dann Gott auch lobt und preist und wie er dann sagt, dass Gott sein Helfer ist, seine Burg und so weiter. Und ich denke, das können wir auf jeden Fall für uns mitnehmen. Dass wir wirklich, so wie David, uns immer wieder verlassen, egal was uns anfeindet, egal welche Probleme wir haben, dass wir Gott an unsere Seite nehmen und diesen Problemen begegnen. Mit Gottes Hilfe dann auch siegreich werden. Ja, zusammenfassend, einmal Kapitel 8. David hat siegreiche Kriege geführt mit Gott, mit Gottes Hilfe, mit Gott an seiner Seite. Genau, dann Kapitel 9, David zeigt Barmherzigkeit, ein Spiegelbild Gottes, wie Gott zu uns Menschen barmherzig ist. Und Kapitel 10, wie falsche Einschätzungen, Entscheidungen, welche Konsequenzen es haben kann. Und dann, wenn man wirklich eine falsche Entscheidung getroffen hat, dass man nicht weiter da wie im Treibsand rumtritt und tiefer versackt, sondern dass man dann auf festen Boden geht, entgegengeht, Entschuldigung sucht und die Sache zu klären versucht. Und nicht noch das Größere ausweiten lässt. Gott steht zu seinem Wort, Gott ist treu und Gott hält sein Versprechen. Und ich wünsche uns, dass wir auch heute jeder etwas für sich mitnehmen konnte. Wie gesagt, lest euch die Kapitel ruhig, in aller Ruhe nochmal durch, auch zwischen den Zeilen zu lesen, so ein paar Sachen einfach rauszunehmen, weil Gott spricht auch heute in unsere Zeit hinein. Damit wäre ich mit dieser Bibelbetrachtung zu Ende. Ich denke, wir können das so machen, dass ich dann erstmal die vom Livestream verabschiede. Ich wünsche euch Gottes Segen. Seid nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Gottes Wort betrachten. Und uns wünsche ich jetzt auch Gottes Segen beim